Servus Leute, was geht eigentlich an? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und die erste Frage, die sich jetzt wahrscheinlich jeder stellt: Wieso kam jetzt eine Woche kein Video? Und ja Leute, ich hatte einfach Besseres zu tun. Ich war wirklich krank im Stress. Du Dani, willst du eigentlich mal wieder ein Video aufnehmen? Wieso denn? Ist doch scheißegal, hab doch jetzt eh genug Videos gemacht. Weil du vielleicht seit einer Woche kein Video mehr rausgebracht hast? Was willst denn du jetzt? Ist doch scheißegal. Wieso soll ich jetzt ein neues Video machen? Mach eh gerade genug Klicks mit dem scheiß Video. Weißt du, Dani, du kümmerst dich einfach gar nicht um deine Abonnenten. Das ist schon der Allersau. Ich geh dich jetzt erstmal deabonnieren. Du, das juckt mich eigentlich absolut gar nicht, muss ich dir gerade so sagen. Ja, und trainiere kannst du auch mal wieder, du Fettsack. So Leute, Spaß beiseite. Ich hatte vor ungefähr 4 Tagen meine Weisheitszahnoperation. Also mir wurden die Weisheitszähne rausgenommen, alle 4. Und es war wirklich nicht witzig. Es hat wirklich krank wehgetan. Und ich konnte einfach nicht mehr reden. Vielleicht sieht man es noch ein bisschen. Meine Backen sind noch ein bisschen dick. Schreibt einfach mal Hamster Freestyle in die Kommentare, wenn man es noch sieht. Grüße gehen natürlich raus an Paul. So Leute, und ja, heute gibt's YouTuber des Monats. Aber bevor ihr erfahrt, wer YouTuber des Monats Juni 2016 geworden ist, habe ich noch ein paar Thematiken zu behandeln. Das erste Thema ist, dass mein letztes Video so krank abging. Das war das Video mit Lisa und Lena. Und ich habe gestern Abend habe ich geguckt, es hatte 40.000 Aufrufe, was unnormal heftig ist. Das freut mich so krank, dass das Video so abgeht. Und ich habe auch, glaube ich, schon 300 Abos dadurch gemacht oder so. Richtig heftig. Und heute Morgen, wo ich aufgewacht bin, einfach 65.000. Was ist los mit euch, Leute? Ihr seid so krank. Ihr seid einfach nur heftig. Und das Video hat jetzt auch, glaube ich, schon 1.000 Likes. Und wenn ihr das Video erzählt, hat es bestimmt schon 100.000 Aufrufe. Das ist einfach nur heftig, Leute. Heftig. Ja, Leute, das zweite Thema ist, dass die 3.000 Abonnenten erreicht worden sind. Und danke, Leute. Danke für 3.000 Abonnenten. Das freut mich echt richtig heftig. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ihr euch stellt. Gibt es ein 3.000 Abonnenten-Special? Und ich habe auf jeden Fall auch schon viel geplant. Ich habe schon einen Kollegen angeschrieben, weil der hat eine Drohne. Da habe ich gute Ideen, wie ich Juggling mit Lifestyle verbinden kann, dass ich so ein krankes Video mache, so auf Beat zusammengeschnitten. Und ich denke schon, dass es gut wird. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es 3.000 Abonnenten-Special wird, weil das ging ja jetzt wirklich krank schnell. Und wenn es so weitergeht, habe ich in, glaube ich, in 1,5 Wochen schon die 4.000 Abonnenten, was krank ist. Leute, krank. Und deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es nennen werde. Vielleicht wird es auch ein anderes Abonnenten-Special. Auf jeden Fall wird es ein Abonnenten-Special geben. Aber das muss ich auf jeden Fall jetzt noch planen. So Leute, das nächste Thema handelt sich um Instagram-Kommentare. Ich bin mal meine Instagram-Kommentare durchgegangen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, der Link ist unten in der Beschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Und ja, da schreibt jemand, du siehst aus wie Hans Entertainment in dünn. Hashtag No Hate. Also Digga, das No Hate hat es auf jeden Fall krank besser gemacht. Auf jeden Fall nicht. Und Leute, ich sehe wirklich nicht aus wie Hans Entertainment. Habt ihr euch den Typ mal angeschaut? Und es würde ja dann bedeuten, wenn ich fett wäre, würde ich genauso aussehen wie Hans Entertainment. Und da habe ich euch jetzt mal ein Bild, weil ich war ja vor 3 Jahren fett. Und dann blende ich jetzt einfach mal so ein Vergleichsbild ein. Und nein, nein, ich sehe wirklich nicht aus wie Hans Entertainment. Alter, was hast du getan? So Leute, dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, bevor ihr erfahrt, wer YouTuber des Monats geworden ist. Und zwar, ich möchte ein Snapchat-FAQ machen. Folgt mir mal alle auf Snapchat. Mein Snapchat-Name ist hier jetzt eingeblendet. Und dann könnt ihr mir Videofragen senden. Es wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn da mal richtig viele kommen würden. Ich wollte es schon mal durchziehen, aber da hatte ich noch ein paar wenige Abonnenten. Und dann hat mir keiner einen Snap gesendet, wo ich eine Frage beantworten hätte können. Und deswegen, Leute, strengt euch an, schickt mir Snaps, so viele wie es geht. Ich werde alle dran nehmen, egal wie behindert die Frage ist. Ich werde sie beantworten, Leute. Versprochen. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir mit YouTuber des Monats. So Leute, YouTuber des Monats Juni 2016 ist Hirnschaden-LP. Und Leute, der Typ, also beziehungsweise die zwei Typen, haben es echt verdient. Ich kann jetzt leider keine Videos von ihm angucken, weil das mit meinem Aufnahmeprogramm vom PC irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, deswegen brauche ich auch diesen Kopfhörer gerade nicht. Aber ich werde auf jeden Fall am Ende ein paar Videosequenzen von ihm einblenden, dann werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass er viel Wert auf Qualität legt. Er hat, glaube ich, 3 oder 4 Kameras und er macht hier Lifestyle-Vlogs. Der andere, also sein Kumpel, macht noch Gaming dazu, aber das war jetzt schon lange nicht mehr auf dem Kanal. Und die Videos habe ich jetzt auch nicht so gefeiert, weil es waren halt ganz normale Let's Plays. Aber die Vlogs von ihm sind einfach richtig gut geschnitten, auf Beat geschnitten, richtig gute Qualität.
viele Kameras immer benutzt. Dann macht er auch noch Motorrad-Vlogs, wo er die Kamera an seinen Helm ranmacht. Und auf jeden Fall richtig cooler YouTuber. Ich habe ihn jetzt selber abonniert mit meinem anderen Account, wo ich immer die Videos gucke. Und ja, dann gucken wir einfach mal das Kanaldesign an. Hier ganz klar, das Banner ist richtig nice und das Kanalbild auch, ist jetzt das gleiche, aber trotzdem richtig nice. Und dann hier die Thumbnails sind einfach besser wie meine, weil hier der Rand, dann sieht es so aus, als ob das so, wie soll man das beschreiben, so reingebrannt ist, keine Ahnung, so ausgeschnitten. Richtig nice auf jeden Fall. Hier kann man auf jeden Fall seine Motorrad-Videos sehen. Da werde ich nachher ein paar einblenden, so ein bisschen zusammenschneiden. Dann hier ganz viele Vlogs. Er hat wirklich viele Vlogs und auch hat sich auch wirklich viel Mühe gegeben mit allem, auch immer die Thumbnails richtig gut gemacht. Also richtig cooler YouTuber. Checkt ihn, ihr müsst ihn auschecken und ihr müsst ihn auf jeden Fall abonnieren, weil Leute, richtig heftig. Hat momentan 514 Abonnenten und dann gucken wir mal in die Kanalinfo rein, wenn mein Internet mal tun würde. Ah ja, nice. So, 514 Abonnenten, 171.000 Aufrufe, was richtig heftig ist. So, dann lese ich euch mal die Beschreibung durch. Hallo, wir sind Martin und Julian. Wie vorher gesagt, es sind zwei Leute. Ich, Martin, will meine Erlebnisse und Reisen teilen. Mich siehst du in Vlogs. Und ich, Julian, will für Unterhaltung durch Gaming-Videos sorgen. Mit freundlichen Grüßen, Hirnschaden-LP. Fragen sind erwünscht. Richtig nice auf jeden Fall. Also, die gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. No homo. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Checkt's auf jeden Fall aus. Instagram ist auch vorhanden, da können wir auf jeden Fall auch mal reingucken. Da könnt ihr dann ja auch mal auschecken und mal ein Abo da lassen. So, ja, richtig sympathischer Dude auf jeden Fall. Wie gesagt, no homo. Und so, ja, dann würde ich sagen, blende ich noch ein paar Videos von ihm ein. Love your game. Love your mazes, find it strange, entertaining. You love a burden, don't you? Is the world you crave? You love a burden, don't you? Is it the war you're facing? Acting like you love these troubles, leave it all to luck, you struggle. In dem Vlog heute will ich euch mal ein bisschen zeigen, wie diese neue Kamera im Vergleich zu der alten ist. Ich glaube, ihr findet sehr schnell raus, welche die alte ist, welche die neue ist. Ansonsten könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich will das jetzt nicht vorab sagen, weil dann ist es ja soll so ein kleiner Bart. So Leute, das war's wieder mit meinem Video. Vergesst mir auf jeden Fall nicht, die Snapchat-Fragen einzusenden, weil ich will echt einen Snapchat-FAQ machen, würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn wir mal wieder die 100 Likes packen würden. Komm Leute, strengt euch an, das packen wir. Und ja, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, lasst ein Abo da, haut rein und tschüss.